Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu Life is Strange. Und zwar holen wir uns heute alle Erfolge, oder besser gesagt, alle Erfolge in Episode 1 natürlich erstmal. Insgesamt wird das Ganze noch ein Platin-Guide werden. Und wir beginnen damit. Es gibt insgesamt 10 optionale Fotos zu finden. Für jedes Foto gibt es dann halt auch einen Erfolg, eine Trophäe. Wir sind gleich hier relativ früh am Anfang, wo wir die Kontrolle über unseren Charakter bekommen. Direkt im Klassenzimmer gleich. Das ist also wirklich ganz kurz, nachdem wir bereits gestartet sind mit dem Spiel, also ganz am Anfang noch. Dann haben wir hier auf dem Tisch unser erstes Foto und kriegen dann dafür auch gleich unsere erste Trophäe Makroskop. So, nachdem wir dann die Schule verlassen haben, das erste Mal also aus der Schule rauskommen, direkt hier vorne der kleine Brunnen. Dort wartet das zweite Foto auf uns und dann natürlich auch gleich die weitere Trophäe. Es gibt für jedes Foto eine Trophäe und anschließend bekommt ihr nochmal eine Trophäe für das Finden von allen optionalen Fotos im entsprechenden Kapitel. Und das war jetzt, wie gesagt, Nummer 2, die Weitwinkel hier. Bei 3 jetzt, da werden wir jetzt ein kleines bisschen was tun müssen, ein paar richtige Antworten auswählen und halt auch mit der Zeit spielen, damit wir überhaupt die richtigen Antworten wissen, um dann die Möglichkeit zu bekommen, das dritte Foto zu schießen. Wir werden also hier mit dem coolen Skater Justin reden. Sagen dann hier skaten zu ihm. So, jetzt sind wir erstmal ein Noob. Er denkt, wir sind blöde. Jetzt wissen wir aber, was ein No-Slide ist, werden zurückspulen und suchen dann No-Slide als Antwort aus. No-Slide. Also einfach wie gesagt, zurückspulen in der Zeit. Das kennt ihr ja schon, das haben wir ja schon kennengelernt, wie das Ganze hier funktioniert. Zurück bis zu dem Punkt. So, jetzt sprechen wir ihn wieder an. Und schon haben wir einen Fachbegriff gelernt, nutzen den und er denkt, wir sind voll die Skaterbraut, die Skatermaus. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? So, bei dem, was wir denn sehen möchten, wählen wir den Treflip aus. Den Treflip. So, der kleine Trevor macht das jetzt vor, legt sich aufs Maul und das ist ein guter Grund, ein Foto zu schießen und eine weitere Trophäe einzusacken. So, wir werden uns dann jetzt hier von dieser Stelle hier erstmal die Trophäe Teleobjektiv haben wir hier erhalten. Und jetzt werden wir unsere Richtung unserer Schlafräume bewegen und gehen einfach ganz geradeaus hinten durch. Hinter diesem Baum dort wartet gleich die nächste Möglichkeit mit einem Foto auf uns, für ein Foto auf uns, an Kate vorbei, die da sitzt. Mit der solltet ihr euch unterhalten, aber gut, das ist egal. Hinterm Baum haben wir ein kleines Eichhörnchen, das werden wir mal knipsen. Und kriegen dafür dann die nächste Trophäe. So, Nahaufnahme. Die nächste gehört damit uns. Das war jetzt schon 4 von 10. 6 weitere Folgen noch. Wenn wir dann hier das erste Mal ankommen, also das erste Mal hier in den Schlafräumen ankommen, dann können wir direkt in unser Zimmer gehen. Sehen wir hier auch, Max Zimmer ist extra markiert. Dann gehen wir dort rein. Und werden gleich direkt hier neben der Tür die Fotos ummodellieren, fotografieren und die nächste Trophäe einsacken. Also wie gesagt, ihr kommt jetzt das erste Mal rein in die Schlafräume, geht direkt in euer eigenes Zimmer. Ach genau, Gott, das andere, was ich gerade gesagt habe, kommt gleich noch. Das ist Foto 6, sorry. Hier machen wir erstmal nur einfach ein Selfie im Spiegel von uns und kriegen dafür dann gleich hier die nächste Trophäe. Da hatte ich gerade jetzt ein bisschen vorgegriffen. So, rote Augen. Ja, bekommt man ja oft beim selber Fotografieren im Spiegel. Das passt auch ganz gut. So, und wenn wir dann hier diesen kleinen Streit hier geschlichtet haben, mit Juliet und der anderen Cheerleader Tussi oder wie auch immer, dann sollen wir nämlich in Victorias Zimmer und auch erst dann können wir es überhaupt betreten. Und wenn wir jetzt in Victorias Zimmer kommen, dann werden wir die Bilder ummodellieren, werden die fotografieren und dafür die nächste Trophäe erhalten. Ist auch hier gleich direkt neben der Tür. Deswegen habe ich das gerade verwechselt. Bei uns im Zimmer war es halt ein Spiegel. Hier sind Fotos, die müsst ihr durcheinander bringen. Dann könnt ihr sie fotografieren, erhaltet eine Trophäe und könnt ihr dann immer noch, wenn ihr möchtet, zurückspulen, um euch halt dazu entscheiden, das nicht zu tun. Weil ihr habt gesehen, diese Tat wird Konsequenzen haben.
So, da ist die nächste Trophäe, Scharfstellen. So, wenn wir dann wieder rauskommen, werden wir hier das Mädel, genau, warnen, auch wieder. Wir werden zurückspulen, werden ihr sagen, Mensch, mach die Rübe beiseite. So, jetzt hat sie den Ball ja schon abbekommen gehabt, jetzt können wir sie warnen. Der Ball landet in der Scheibe und davon werden wir ein Foto machen. So, das waren auch schon 7 von 10. Die Trophäe reingezoomt gehört uns. So, jetzt können wir hier wieder den Campus verlassen, gehen auf den Parkplatz, um uns mit unserem Kumpel zu treffen. Aber bevor wir uns mit ihm treffen, gehen wir erstmal hier zum Wohnmobil rüber. Könnt also gleich direkt dorthin gehen, braucht ihr euch gar nicht mit ihm da zu treffen. Solltet ihr, glaube ich, auch überhaupt gar nicht machen. Könnte sein, dass es dann gar nicht mehr geht. So, jetzt können wir hier direkt hier drauf zeichnen, werden das dann fotografieren und dort die nächste Trophäe für uns einsacken. I could use this picture for a series on Arcadia Bay Lots. Ich bin so dreckig, ja. Und Trophäe Brennpunkt erhalten. Damit sind es noch 2 Fotos, die hier in der ersten Episode auf uns warten. Und zwar, das ist jetzt eine ganze Ecke später. Also da wart ihr schon bei eurer Freundin im Zimmer gewesen und im Haus und so weiter. Und dann haut sie mit euch ab und dann landet ihr hier. Und statt oben zum Leuchtturm zu gehen, gehen wir hier runter und machen ein Foto von dem Vogel und bekommen dann auch schon die vorletzte Trophäe, besser gesagt, nicht die vorletzte Trophäe, aber das vorletzte Trophäe für Fotos, maximale Blende, weil wir jetzt werden wir im nächsten Schritt werden wir dann 2 Trophäen erhalten und zwar für das letzte Foto, dass wir das machen und dafür, dass wir alle Fotos gemacht haben. Dazu dann einfach hier die Stufen hinauf, von hinten an eure Freundin herangehen, dann könnt ihr im Sonnenuntergang ein wunderbares Foto schießen und dann werden gleich die nächsten beiden Trophäen für uns freigeschaltet. Ja, also die Platin-Trophäe ist mit diesem Geiz, sage ich mal, ruckzuck euer. Das Game ja momentan mit PS Plus gratis, deswegen habe ich mir gedacht, das passt einfach perfekt, hier den Geiz zu machen. Wenn euch das Ganze hier geholfen und gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Vielleicht den Kanal abonniert, damit ihr hier einfach kein neues Video mehr verpasst. Oder vielleicht sogar auch einfach den Kanal weiterempfehlen. Gerade bei so einem kleinen Kanal wie meinem ist das immer sehr wichtig. Und ihr würdet mich damit wirklich sehr gut unterstützen und darüber würde ich mich sehr freuen. Und ja, noch mehr natürlich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn wir dann zur Episode 2 springen und uns dort alle optionalen Fotos holen. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.